ungünst. Baumgart, Baumgart, das ist jetzt echt nicht schlimm. So, jetzt frage ich mich allerdings, was machen wir hier unten? Das wird nämlich ein bisschen eng. Also Technology News, gut, das kriegen wir hin. Nur wir auf einen News, das wird ein bisschen... 32,40 Uhr, ich kann... Wobei, doch, ich habe eine Idee. Ich habe voll die Idee. Das machen wir jetzt. Dann machen wir hier noch eine hin. Ja, Mann. Es war ein bisschen unkreativ, aber scheiß da mal drauf. Und wenn wir jetzt noch... Weil es ändert ja nichts mehr hat. The Melon Challenge startet, okay. Mit aufhören mit euren ganzen Challenges, wie lange soll ich dann schon? So, 49,40. Doch, machen wir es so. No risk, no fun. Das wird zum Thema. Okay. Unser Technology-Dorf. So. Baumgart, du bist kacke. Du bist in dieser Runde. So. Ah, das Windmühlenprojekt. Okay, Food and News. Oh Gott, wo kommt jetzt die Technology her? Willst du mich verarschen? Scheiße. Das... Warte mal, aber du solltest doch hier einfach noch normale Tiere pflanzen. Normale Tiere. Sehr gut. Wie möchte ich, dass du gleich noch upgradest? Auch nämlich fucking krass Nahrung. So, graden wir den ab. So, du konntest the Giants are starting to lose their energy. Ja, ich weiß. Ja, Baumgart hat ja schon einen Frühschuss gemacht. So, unsere große Krabbe hat jetzt schon im Schlaf gefunden und weil du jetzt deine Energie auch noch verlierst, kriegen wir hin. Okay. Nein. Ganz knapp. Mein Koloss ist eingeschlafen. Ist ja wie beim Sex. Meine Güte. Schakolosch. So, Baumgart, der ist ja sowieso, keine Ahnung. Ich warte, mich schlafen jetzt alle ein, außer Baumgart. Ach, wie knuffelig. Wie das aussieht. Niedlichsten finde ich jedoch immer noch hier unseren Koloss, das finde ich erklärt. Das sieht irgendwie voll putzig aus. Kleiner, süßer. Aber klein. Ja. War unser süßer Koloss. So, davon ein Dicke. So. Lass mich raten. Na, nur Baumgart, der hat irgendwie. Finde ich mega uncool. Was machen wir denn da? Also der pennt auch, der geht nirgendwo mehr hin. Scheiße, jetzt haben wir wirklich nur das Problem mit Baumgart. Was machen wir denn da jetzt? The Geologist Challenge startet, ja super. Ich mir aber nichts, wenn die ganzen Leute hier gerade pennen und Baumgart nicht schlafen kann, weil der irgendwie hängt. Das ist natürlich uncool.
Das ist wirklich etwas uncool. Dabei haben wir so viel geschafft. Ah, was machen wir denn da? Destroy Red Town, dann mal. Ach so ist das, ja. A Swarm Villager Settle. Swarm Villager ist oft ein Start Protects that require. Bla bla. Okay. Klaro. Mensch, die bauen sich ja richtig auf hier. Ja, das gedeiht, ja. Das, warum nicht? So, wenn die Elpen, ihr hockt noch ein bisschen in der Uhrzeit rum, obwohl ihr eigentlich mein erstes Dorf war. Hm. Dank dir endet diese Runde gerade nicht. Was ein bisschen krass ist. Okay. Wenn wir es kriegen wir nichts hin. Schade. Weil diese Runde eigentlich nur 30 Minuten geht und weil Baumgart jetzt hier gerade nicht pennen will oder allgemein nichts machen will, habe ich hier gerade einen Glitch, der mir es ermöglicht, quasi daraus eine Endlosrunde zu machen. Was mir aber nichts hilft und auch nichts bringt, weil unsere ganzen anderen Kollegen in ihren natürlichen Schlaf gegangen sind, außerhalb Baumgart, und das jetzt ein wenig zu Problemen führt. Oh, nein, nein. Am besten gar nichts. Unsere Welt haben wir so schön aufgebaut. Das sieht so super aus. Wir haben hier ein Dorf, wir haben da, da, da und da ein Dorf. Ja, leider müssen wir es irgendwie beenden. Aber, was das? So. Das gibt es nicht. Das gibt es auch nicht. Die 50. Und ihr? 70. Ihr 178 bestimmt. Okay, also ihr gedeiht ja hier wirklich. Schade, dass ich euch jetzt gleich verlassen muss. Ja gut, dann beobachten wir die jetzt halt noch ein paar Minuten, wie sich das hier alles noch so entwickelt. Und dann machen wir ab dem nächsten Part mal noch einen neuen Versuch, entweder in der nächsten Form von einer Ära oder wir müssen die 30 Minuten den noch machen. Kann beides sein. Müssen wir mal gucken. Das ist schade, dass Baumgart aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen keinen Bock mehr hatte. Und jetzt hier ein ewiger Starre und Verdammnis verweilen muss. Oh, wie komisch. Naja. Oh, ich finde diesen riesigen Steinkoloss immer noch am schönsten. So knuffig, als wenn er so pennt. Und so knuffige Augen hat. Muss auch ein bisschen scheiße sein. Jetzt bist du halt so ein Mensch, ne? Reitest hier auf so einen riesigen Kolossen. Und dann penne ich auf einmal ein. Gut, von diesen Steintypen hier kannst du auch relativ gut runterklettern, aber. Krabbe, naja gut, die liegt jetzt halbwegs noch am Wasser, da kann man irgendwie reinspringen. Naja gut, solange man halt nicht abrutscht und irgendwie einen Weg an den Viechern nach unten findet. Aber Höhenangst sollte man vielleicht keiner haben. Wenn du so halt da so oben stehst und guckst. Aber guck mal, da könnt ihr quasi die Wolke streicheln. Ey, voll cool. Eigentlich nicht, aber okay. So. Wie sieht's denn von der Zeit aus? Müsste ja jetzt mittlerweile der dritte Part für diese Ära sein. Das ist auch. Und ja, 10 Minuten geht auch klar. Ist halt ein bisschen kürzer, dafür geht's ja dann auch wieder direkt weiter. Ich muss sagen, am meisten entwickelt hat sich hier dieses Sumpfdorf. Dafür, dass es eigentlich relativ spät kam. Naja. So, was bräuchtest du denn? Bräuchtest natürlich Technologie. Ist mir schon klar. Also merken wir uns für die Zukunft.
im Dschungel eher, oder im Sumpf, Technology. Du hast erst, ja, du hast ganz viel Ressourcen, Mineralien benötigt und du Technology und mir, okay. Ihr steht also so auf Technology und wir. Und das Troy Red Town, sehr gut. Was ist denn eigentlich Red Town? Wo ist denn Troy? Blue Town, Red Town. Achso, ihr wollt eure Nachbarn zerstören. Das ist aber jetzt ein bisschen hart. Die haben sich doch gerade erst dahin gesiedelt. Mann, seid ganz schön aggressiv. Wobei, irgendwann müssen wir auch mal ein paar Leute zerstören. So, ich hoffe mal, dass die nächste Ära, also wenn wir die nächste Ära starten im nächsten Part, etwas besser verläuft. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass unsere Kollegen hier einschlafen, aber wenn Baumgart hier nicht mitmacht, das finde ich etwas uncool. Baumgart, ja, da brauchst du ja gar nicht so komisch gucken, ja. So geht das nicht, nicht in Zukunft. So muss ich dich, ja, verbrennen. Feuerholz. So. Aber das machen wir alles erst in den nächsten Folgen. Ja. Ich hoffe mal, dass dann wirklich jeder Koloss ein Wesen bleibt. Oh, ja. Jetzt fällt hier natürlich eine Stelle nach der anderen, ist klar. Baumgart ist halt relativ wichtig, vor allem wenn das hier Weiterentwicklung Food halt besonders hier für diese Dörfer hier im Wald. Naja, egal. Nächste Ära, nächste Folge, nächster Part. Haut da erstmal rein. Hoffe, euch gefällt's noch. Ich finde das Spiel super. So. Bis dann. Euer Steve. Over and out. Blablabla.